Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei Brauni TV. Heute mit einem kleinen neuen Format auf meinem Kanal. Endlich wieder nach langer Zeit, mal wieder. Und zwar mache ich hier ein Unboxing-Video und ich habe einige coole Pakete mir bestellt. Ich weiß im Großen und Ganzen, also was heißt im Großen und Ganzen, ich weiß, was hier drin ist. Aber ich möchte es mit euch zusammen auspacken. Es sind hier zwei Pakete, dann haben wir noch mal zwei große Pakete und zwei große Pakete und drei einzelne DVDs bzw. Blu-rays. Und wir wollen hier direkt mal, fangen wir doch mal mit dem größten an. Ich habe hier eine Schere. Spannend, ob ich immer noch weiß, was hier drin ist. So, Schere weg. So. Und das haben wir hier gut gepackt, verpackt. Ich habe übrigens alles bei eBay gekauft. Keine Überraschungspakete, einfach schlicht und ergreifend Blu-rays bestellt, die ich haben wollte. Hier so gut eingepackt. Das ist auch einige. Und zwar hier waren es glaube ich hauptsächlich Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ich muss mir hier mal ein bisschen Platz machen, damit ich mir das ablegen kann. So. Und es geht los mit einem Film, den ich schon lange mal sehen wollte. Oh, geile Qualität. Blu-ray sieht aus wie neu. Und zwar mit Prisoners. Wollte ich schon ewig mal gesehen haben, endlich. Mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Beide Schauspieler toll. Jake Gyllenhaal mal so, aber im Großen und Ganzen echt guter Schauspieler. Bin ich echt gespannt drauf. Das ist. Das war eine Blu-ray, die habe ich mir. Der Accountant. Die war so nebenbei dann noch vom selben Verkäufer dabei, hatte auch dabei, habe ich glaube für 1 Euro dann bekommen, habe ich mir dann direkt halt mitbestellt. Klar, da immer am besten ein Verkäufer, du sparst den Versand, wenn bei dem die Preise immer billig sind, wenn 1 Euro Auktionen und dann kriegst du die sau günstig, lohnt sich eigentlich echt immer. Dann meine erste Terminator in meiner Sammlung, die ich mir neu aufgebaut habe. Hier, Moment. Hier im Hintergrund seht ihr sie. Mache ich demnächst auch noch ein Video dazu. Und zwar habe ich von DVD auf Blu-ray umgestiegen. War eine ziemlich coole Sache, aber dazu im nächsten Video mehr. Wie gesagt, Terminator hatte ich noch gar nicht. Drin habe ich jetzt hier auch die Erlösung sau billig 1 Euro habe ich natürlich mitgeholt. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Es war hier eine Sammlung und so wie ich das bis jetzt hier noch weiß, war Prisoners so die ich unbedingt haben wollte. Das sind die anderen zwei, nehme ich gerne mit. Was ich natürlich direkt wieder verschleudern werde, ist Deadpool, weil Deadpool in jeder Sammlung, die du aufkaufen kannst, ist Deadpool oder Ted 3 drin. Die hätte ich jetzt bestimmt schon zum 10. oder 20. Mal. Die kommt auf jeden Fall, wird die verkauft. Jetzt kommt einer der Blu-rays, weswegen ich hier das hier gekauft habe, und zwar Spider-Man A New Universe. Wie geil ist dieser Film, bitte? Viele fanden sich total überanstrengend mit und überfordert mit dieser bildlichen Darstellung von Spider-Man. Ich fand es absolut grandios und fand den zweiten sogar noch besser. Musste ich unbedingt eine Sammlung haben. Der erste sowie der zweite waren für mich ein 5 von 5 Sterne Film. Werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal ein Video drüber machen, weil ich Bock habe, das MCU zu reviewen. Beziehungsweise teilweise zu rewatchen und würde auch eventuell gerne quasi so Spin-off MCU, sage ich jetzt mal, dazu machen. Dazu würde auch Sam Raimi Spider-Man oder
The Amazing Spider-Man oder Spider-Man in New Universe dazugehören. Hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Wie ich es genau mache, außerhalb vom MCU, weiß ich noch nicht. Dann ein Film, den ich auch noch nicht gesehen habe, 1917. Habe ich schon viel Gutes davon gehört. Bin ich auch echt auf jeden Fall mal gespannt. Kann ich natürlich nicht viel dazu sagen. Genau wie zum Film Intrige. Ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Roman Polanski, möchten sagen, Prost. Dann Final Fantasy Advent Children Directors Cut. 3D-Adaption von einem Spiel. Ich glaube nicht, dass ich mir die angucken werde. Ich werde die weiterverkaufen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich das gucken werde demnächst, genauso wie Kingsglaive, Final Fantasy X ist 10, V ist 5, 15, passt das mit den römischen Zahlen? Ich weiß es nicht. Hier, Sean Bean spricht hier eine Rolle, das ist hundertprozentig eine Rolle, die in diesem Film stirbt. Aber... das machen wir zum Schluss. Das machen wir auch gleich. Was ich noch nicht geguckt habe, auch Southpaw, habe ich zum ersten Mal davon gehört, als bei Amazon Prime letztens Southpaw aufgetaucht ist und hat sich interessant angehört. Brauche ich unbedingt dabei. Dann ein Film, den ich kenne. Hier ist jetzt keine tolle Blu-ray-Qualität. Interstellar. Hier sieht man, dass der Aufkleber schon eingekratzt wurde. Bisschen schade, aber ich habe Interstellar nur einmal gesehen, damals im Kino. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich den heute finde. Dann gibt es noch, wo die wilden Menschen jagen, habe ich tatsächlich mal was davon gehört, den werde ich mir aufheben, der soll gut sein. Dann habe ich auch noch nicht gesehen, The Suicide Squad. So brutal lustig sein, besser als der Suicide Squad, den ich ein bisschen übertrieben, underrated finde. Klar war ja kein Highlight, vor allem wegen Cara Delevingne als Bösewichten war natürlich furchtbar. Also fand ich das Schlimmste mit Abstand an diesem Film. Wird sich zeigen, ob dieser hier besser ist, wirklich. Dann machen wir gerade weiter mit Manchester by the Sea. Noch nicht geschaut. Eigentlich muss für mich. Allein von der Beschreibung her des Films. Deswegen freue ich mich da drauf. Und zu guter Letzt, dieser Film. Das ist The Green Hornet. Ich habe gesehen, das Steelbook war auch dabei. Mir hat die Sammlung gut gefallen. Und Steelbook geht immer. Und jetzt, wo ich die Rückseite sehe, man, kann man sich denken, das kann nur The Green Hornet sein. Blu-ray ist in einem Kack, also das Steelbook ist in einem Kackzustand. Da sind so viel Kratzer drin. Das ist nichts mehr wert. Achso, wenn ich was kratzen höre. Ich habe übrigens endlich wieder eine Katze. Ich werde ihn euch bestimmt auch demnächst mal vorstellen, wenn er irgendwie hier auftaucht. Sein Name ist Batman. Er hieß ursprünglich Micha. Und ich wollte immer eine Katze haben, die Batman heißt. Da er Michael hieß, Michael, Batman, Keaton, hier sieht man ihn, da, bisschen schwarz, bisschen weiß, Batman. Gut, das war die erste Box, schon fast 10 Minuten rum und erst die erste Box. Aber es war auch die größte. Next. So. Eigentlich nicht links, eigentlich nicht rechts.
Ich nehme den wieder mit. Weil die steht. Das muss was Cooles sein, das kann ich sammeln. Statt das was, aber was Cooles, mache ich den Schluss auf. Das ist keine Sande, wenn man nicht mehr weiß, was man bestellt hat. Kommt später. Das hier ist die Sande. Die habe ich mir aber bestimmt einzeln zusammengestellt. Ich nehme den damit, ich nehme den rechts. Das ist eine Sache. Fangen wir an mit meine erfundene Frau. Habe ich gesehen. Gucken wir mal, ob die Kategorie hinein. Guter Zustand. Kann man erwähnen. Ich stelle das Mikrofon mal. Ich hoffe, dass die. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ich habe eine neue Kamera, jetzt nicht mehr über Handy, was okay war, aber umständlich. Da habe ich eine neue Webcam plus mein altes Mikrofon. Hoffentlich funktioniert es einigermaßen. Paranormal Investigations 3, die werde ich auch mal sammeln und anschauen. Habe ich noch nie geguckt. Ich habe nur so oft gesehen, dass das Leute irgendwie haben und verkaufen. Ich wollte es mal sehen. Genauso wie Paranormal Incident. Gruselzeug. Gruselzeug ist immer cool. Dann Man in Black 3. Mein erster Man in Black in der Sammlung. Ganz wichtig. Irgendwann fängt man immer an. Ich fange mit dem letzten an. Und nein, der neueste zählt nicht dazu. Ah, weswegen ich überhaupt bei dem Typ gekauft habe. Winter's Tale. Es war ewig her, als ich Winter's Tale geguckt habe. Schmonzette ohne Ende. Ich habe tolle Erinnerungen an diesen Film. Allein der Soundtrack von dieser Two-Hit-Wonder-Tussi. Ah, wie hieß sie noch? Ich weiß es nicht mehr. Toll, war echt gute Erinnerung. Eine neue Blu-ray, The Great Gatsby. Sieht man nicht richtig. Noch nie gesehen. Hier hat echt Zeit. Ich habe so viele Filme noch nicht gesehen, die man gesehen haben sollte. Den hier habe ich gesehen. End of Watch. Spannender Thriller. Unbedingt anschauen. Ich versuche mal hier jetzt ein bisschen Gas zu geben. Dann ist der auch auf Deutsch. Ja, okay. Es ist die englische Blu-ray von Die Mumie. Im Grabmal. Nee. Tomb of the Dragon Emperor. Grabmal des Drachenkaisers. Der zweite. Glaub ich. Ach, was ich schon ewig gucken wollte. Ex Machina. Kommt demnächst in den Blu-ray Player. Oh, ich bin heute gut drauf. Ich lieb's, Blu-ray aufzumachen. Why him? Fand ich cool. Hat Spaß gemacht. Sag's euch. Der ist gut, der ist echt gut. Habe ich auch nur gehört. Don John. Soll auch ein toller Film sein über einen Typ, der Aufreißer ist. John Martello ist ein Frauenschwarm. Wenn ihr am Wochenende in einem Stammclub auf die Jagd geht, bekommt er garantiert die schönste Lady ins Bett. Seine Freundin nennen ihn Don John, bla bla bla. Doch selbst die heißen oft nicht mehr Sex, die verführerische Lektion. Er bekommt eine Lektion beigebracht. Das ist Batman. Batman spielt verrückt. Und Hank, brauche ich nicht viel zu erzählen, Hancock kennt wahrscheinlich jeder von euch. Bam! Next book. So, jetzt wird es unübersichtlich, ob das hier noch eine Sammlung war oder was Großes.
Eine Sammlung. Es rappelt in die Bix. Rappelt die Bix, rappelt die Bix, rappelt die Bix. Ja, Sammlung. War jetzt, glaube ich, bei dem nicht so das Hochkarätigste. Aber, nee. Einfach mal ruhig stellen. Und das wollte ich von ihm unbedingt haben, deswegen habe ich ursprünglich bei dem angefangen zu bestellen. Und zwar Easy Rider. Brauchte ich. Nie gesehen. Muss. Hat 1 Euro gekostet. Brauchte ich. H6. Keine Ahnung. Ab 18 wahrscheinlich irgendwas. Wer ab 18? Irgendwas Schlimmes. Tagebuch eines Serienkillers. Dickste Freunde. Standardkomödie wahrscheinlich. Hab den mal, glaube ich, geguckt, aber ich weiß es nicht mehr so richtig. Schwanger, das war okay. Fighting, noch nie gesehen, muss. 47 Ronin, soll ein schlechter Ninja-Movie sein. Ich will ihn trotzdem gucken. Keanu Reeves, let's go. Diesen Film habe ich wegen Sean Bean gekauft. Cleanskin, ich hoffe, er wird nicht sterben. Cloud Atlas habe ich mir gekauft, habe ich mal angefangen vor 12 Jahren etwa, kam glaube ich 2012 in die Kinos. Wollte ich mal fertig gucken. Moneyball habe ich mir jetzt doppelt gekauft, war sau unnötig, warum auch immer. Das ist Batman und dieser Film wird wieder verkauft. Für meine Blu-ray-Sammlung Fast and Furious, ich habe 1, 3, 4, 5, 6 und 7. Hier ist Nummer 9. Fast and Furious. Was soll ich dazu sagen? Fast and Furious. Das geht an die interessanten Dinge. Ich fange mal an, weil ich glaube, dass das hier das am wenigsten Spannende ist. Einzig hier ist. Ja, nichts Dickes. Aber trotzdem. Tanz der Teufel von Sam Raimi. Uncut. Neu. OVP. Ich bin im Moment noch zu geizig, um mir ein Mediabook oder so zu besorgen, die sind arschteuer. Aber allein die jetzt endlich mal als Blu-ray zu haben, schön. Machen wir mal mit der hier weiter. So langsam geht's ins Finale. Was war das? Also. Das war ein Stranger-Kauf. Ich dachte, der hätte noch mehr. Hab seitdem angefangen zu kaufen. Hatte er nicht. Aber er hatte Dr. Strange. Hat mir noch in der Sammlung gefehlt. So, jetzt habe ich, glaube ich, 2 richtig coole Sachen. Und ich glaube, hier müsste noch nicht ganz so geile drin sein. Ah, ja, okay. Die finde ich cool. Einfach nur, weil es cool ist. Edward mit den Scherenhänden. In der, wie nennt sich das? In der Deadpool-Bomb-Variation irgendwas. Deadpool-Fotobomb-Edition. Ich hab's gesehen, ich hab's gebraucht. Ich hab noch nie Edward mit den Scherenhänden gesehen. Ich hab das Cover gesehen. Ich hab's gebraucht. Jetzt kommt das Geilste. Das Geilste. Wie das eingepackt ist, guckt euch das mal an.
Das war schon groß eingepackt, ihr habt es gesehen. Das war das zweite, glaube ich, das zweite Paket hier. Fragile Attention, Vorsicht, Glas. Watchmen Mediabook von Nameless Nummer 187 von 500. Mein erstes richtiges Mediabook. Batman! Ich bin Batman. Komm schon hoch. Hey, das Video ist gleich zu Ende. Komm noch mal kurz hoch. Sag mal hallo. Der kann nur pelzig. Geil, oder? Oder? Ist das nicht der Hammer? Das Schlimme ist, ich will es aufmachen. Ich muss das aufmachen. Das ist ein Traum. Es gab noch andere Cover-Variationen, einmal mit einem relativ Standardbild. Ich habe mir jetzt die geholt, weil ich die relativ cool fand. Da gab es noch eine andere, die ich schön fand, aber die hat einfach doppelt so viel gekostet. Na hey, Leute. Na, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Ja, das war schon. Komm schon hier. Komm hier. Ich versuche mal hier rauf zu kriegen. Komm her. Batman. Komm her. Batman. Ich wollte ihn gerade hochheben, dann ist er umgefallen. Batman. Okay. Vielleicht werdet ihr Batman dann das nächste Mal kennenlernen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Nein, ich bin nicht immer so gemein zu meiner Katze. Im Gegenteil, er ist echt cool. Er ist Batman. Bis dann.